Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Session The Forest. Ja, wir haben hier das letzte Mal gebaut. Kleines Lager, unser Gazebo, tollen, sinnvollen, sehr nützlichen Rockholder. Ja, aber erstmal möchte ich ein paar Sachen testen. Wir können ja mal was essen. Machen wir mal Feuer an. Zum Beispiel, hier steht ja übrigens, dass man Blätter braucht, beziehungsweise Papiergeld. Aber das Papiergeld braucht man nur, wenn man keine Blätter hat. Aber wir haben ja nur 917, also das wird nicht so vorkommen. Von daher, na, ich braten mir mal ein Riechen oder Waschbär oder was das gewesen ist. In der Zwischenzeit gucke ich mal, haben wir eigentlich eine Keule? Ja. Die können wir nämlich auch noch aus. Starten vielleicht nur ein bisschen. Was machen wir denn da mal ran? Ein paar Zähne. Ja, so viel es geht. Federn müssen wir auch noch mal suchen, ganz dringend. Und ein bisschen Lurchhaut. Weil ich wollte das echt nochmal mit der Schleichrüstung nochmal ein bisschen probieren. Aber das kommen wir noch zu. Wie viel Harz habe ich denn hier reingemacht? Vier? Okay. Aber jetzt. Na, in der Zwischenzeit ist der Lurch verbrannt. Das war natürlich schlau. Das hier meine ich. Ja, dann machen wir noch einen Hasen drauf. Ach, fängt ja schon super an. Ja, wir werden auch noch mal in die Höhle gehen. Vielleicht die andere Axt noch mal finden. Und vielleicht eine neue Kreatur, wenn es überhaupt eine neue Kreatur gibt, wenn wir die nicht schon gesehen haben, weiß ich nicht genau. Zwischendurch mal ein paar Beeren sammeln und all sowas. Ein Lurcher brauchen wir auf jeden Fall. So, was wollte ich denn jetzt? Und Federn brauchen wir ganz dringend. Aber ich habe auch noch mehr rausgefunden. Also, wir können ja mal ein paar Dinger hier machen. Auch mal nebenbei. Zum Beispiel kann man. Jetzt ist, müssen wir das nehmen? Ich weiß nicht, ob das denn jetzt Scherben sind. Aber es scheint irgendwie sowas in der Art zu sein. Und wenn man nur. Nee, das ist ja das. Tricep und Buß. Glow in the dark. Oder was soll das sein? Das sieht man jetzt auch nicht so genau. Ja, genau. Das müsste das aber sein. Und nur ein Alkohol ist dann sollen Glasscherben sein. Naja, ob das jetzt so wichtig ist oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Aber wir können mal pennen. Nochmal. Sieht nicht so. Ja, war doch schon morgens. Sah mir noch so dunkel aus. Ah, wir haben wieder Besuch.
haben ja hier unser Bötchen. Und ich habe herausgefunden, man kann das doch so leicht bewegen. Gucken, fahren wir da mal ein bisschen vielleicht mit. Ja, müssen hier hin. Schwer zu navigieren. Na, ob das so gut ist, hier sind auch die ganzen Felsen. Wir gehen nicht unter. Ja, kommen wir überhaupt voran? Ich weiß es nicht. Whoa. Also man kann es auf jeden Fall bewegen mit Gewichtverlagerung oder so. Aber so toll ist es jetzt auch nicht. Ja, haben wir das auch mal gezeigt. Eine kleine Runde. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Haie. Aber das treibt anscheinend auch nicht weg. Ja, wir brauchen Federn. Federception. Ich glaube, hier ist so ein kleiner Hotspot. Aber kann man hier eigentlich auch Dings dran machen? Ja, genau. Und dann kann man es anzünden? Nö, anscheinend nicht. Dann habe ich was anderes für euch. Hahaha, das geht natürlich auch. So, haben wir jetzt eigentlich wieder ein bisschen Alkohol? Ja. Bomb-timed, ja. Ja, wir können aber hier auch noch Axe und Buß. Soll eigentlich Glasscherben sein.
Naja, entweder ist es das oder ist es dieses Glow in the Dark, das weiß ich nicht genau. Ah, wieder. Lustige Freunde hier. Der Flugzeug ist ja auch in der Nähe. Gut, aber ich brauche mal ein bisschen Medizin und ein bisschen Snack. Die wollte ich eigentlich nicht anzünden, naja. Okay, da ist wieder unser anderes Lager. Ja, wir brauchen Federn, Federn, Federn. Ich würde gerne da hinten pennen. So, machen wir das Ding mal ein bisschen schneller. Die Axt auch, die unsichtbare. Die vielleicht auch mal. Sehr gut. So, ich guck mal, ob wir hier gleich pennen können. Mist. In so einem sehr fertigen Haus. Aber ich speichere mal und versuche zu pennen. Alles klar, das hat geklappt.